Willkommen auf dem Speedloop Special Power Breakdown Channel von Smilo Dogs. Und zwar heute sehr, sehr viele Themen. Wird ein langer Color Report, glaube ich. Mal gucken, was mein kleines Hirn so hergibt. Aber zuvor starten wir mit einer kleinen Werbung. Es gibt vorreduzierte Sachen, und zwar die Wintersachen oder die Warmsachen, wie Jogginganzüge, Zipper, Jogginghosen. Die Teile sind auf 25 Euro runter reduziert. Also die kosten nur noch 25 Euro. Und wenn ihr zwei Teile davon kauft, quasi 50 Euro investiert in euren Einkauf, dann kriegt ihr dieses Fußballtrikot gratis dazu. Müsst ihr dann allerdings manuell den Warenkorb in eurer entsprechenden Größe mit reinschmeißen. Und ansonsten ist der komplette Shop auf 20% reduziert mit Code Heiko. Wie gesagt, 20% sparen. Außer das Fußballtrikot, das bekommt ihr zum Selbstkostenpreis von 9,90 Euro. Und dann viel Spaß beim Shoppen und jetzt viel Spaß beim Colorboard, weil wir haben wirklich spannende Themen dieses Mal. Deswegen werde ich auch gar nicht weiter auf die New York Pro eingehen, weil letzte Woche ist ja der Color Report ausgefallen, wie ihr mitbekommen habt. Und da nur noch mal ganz kurz zu den Ergebnissen im Schwergewicht. Dort hat der Nick Walker das Ding ganz klar gewonnen. Und unsere deutschen Athleten, na klar, hat das nicht gewonnen mit einem Punkt Unterschied zu Martin Fitzwater, den einige vorne gesehen haben. Jetzt quatsche ich doch schon wieder darüber, siehst du? Na gut, Martin Fitzwater kam in einer sehr schönen Linie, ein sehr ausgewogener Athlet ist er. Aber der Freak-Faktor, der fehlt eben und der liegt bei Nick Walker. Und wir reden ja von der Open Division, also vom offenen Bodybuilding. Und da möchte man doch schon mehr Freak sehen. Vielleicht vertiefe ich das Ganze mal. Erstmal zu den Platzierungen von unseren deutschen Jungs. Der Tim Budesheim hat den 7. Platz belegt und unser Emir hat den 9. Platz belegt. Das hat sicherlich auch seine Ursachen gehabt. Ansonsten bin ich der Meinung, von Platz 6 bis 10 kannst du tauschen, wie du willst. Ist uninteressant, welcher Name da wo steht. Spielt keine Rolle. Und deswegen mache ich mich da auch nicht an Zahlen fest und verrückt. Aber um das generell das Niveau von der New York Pro schon nochmal zu sehen, weil viele sagten, ja, der Nick, der hätte das Ding nicht gewinnen dürfen, da stehen Monster normalerweise. Jetzt stehen da Leute, die vorher in der 212 waren, die stehen jetzt in der offenen. Also sieht man ja mal, wo das Niveau langsam so ein bisschen hingeht, was den Freak-Faktor angeht. Deswegen finde ich es gut, dass die Oldschool-Judges den Nick gewertet haben, weil er nun mal der Mutant war dort, der hat sie mit der Masse alle erdrückt, auch wenn der eine oder andere vielleicht eine bessere Linie aufgefahren hat. Und jetzt stellt euch mal bildlich, nur einmal bildlich vor, Markus Rühl in seiner Primetime 2002 in so einem Starterfeld, damit ihr mal seht, wie sich das alles verschoben hat und wohin. Und damit ihr auch mal versteht, wieso ich so rede über diese Sachen. Die Leute, die haben alle eine sehr gute oder eine extrem gute sportliche Leistung abgeliefert. Aber wie gesagt, wir reden von einer offenen Klasse und da gehören Dinosaurier, Mutanten oder Aliens hin und nichts anderes. Und Punkt, Feierabend, King Kala hat gesprochen. So, das zur New York Pro Show. Vielleicht nehmen wir das gleich mal als Übergang zu der Folgeshow, die jetzt am Wochenende war, die in Los Angeles, die California Pro Show. Dort sah es auf einmal komplett anders aus. Emir hat das Ding einen zweiten Platz gerockt. Emir ist Zweiter geworden, also knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschlittert. Ich habe mir das Feld angeguckt und ich muss sagen, ich gehe mal davon aus, dass Emir dort sich mit brutaler Härte nach vorne katapultiert hat. Emir muss hart kommen, dann sticht er ins Auge und dann, das wird so sein Weg sein. Er darf nicht versuchen, jetzt auf Kosten der Härte mehr Fülle zu bringen. Das wird ihn, glaube ich, Punkte kosten. So ist die Rechnung aufgegangen. Er sah gerade von hinten die Rückenansicht. Das ist schon ziemlich schräg, was er da bringt. Ne? So was hat man selten im Bodybuilding, die Detailentwicklung. Und deswegen zweiter Platz. Tim Budesheim mit einem 8. Platz. Sicherlich nicht zufriedenstellend mit ihm. Ich muss sagen, das, was ich auf den Videos gesehen habe, also was ihr auch sehen konntet, ich finde den Tim, wenn du alleine siehst, der hat schon einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Also das sieht schon alles brutal aus. Gefällt mir ziemlich gut. Ich weiß nicht, warum die Amis keinen Bock auf ihn haben oder so abstrafen. Vielleicht immer noch zu verhalten, zu künstlich auf der Bühne.
Die Rampensau, die ist er tatsächlich nicht. Und ein Emir, der kann polarisieren. Dann gehe ich mal davon aus, dass die auch mindestens einen Deutschen bei Mr. Olympia haben wollen dieses Jahr, logischerweise. Ein bisschen gemischtes Feld im Hintergrund. Und da wir ja jetzt dieses Jahr nicht so viele Starter haben, die sich qualifizieren können oder wollen oder würden, deswegen mit Emir ist man da immer auf der sicheren Seite eigentlich, weil er relativ konstant abliefert. Und das könnte auch ein Grund sein, warum sie so weit vorgeholt haben, was ich sehr gut finde. Glückwunsch Emir übrigens an der Stelle, auch vom ganzen Team hier. Das ist eine brutale Leistung, sich als Deutscher da so weit zu etablieren vorne. Eine geile Sache. Ja, Tony Burton hat die Show gewonnen. Wie gesagt, Emir Zweiter und Dritter, überraschenderweise, Christian Wolski, der Pole, der mir eigentlich richtig gut gefällt. Muss ich sagen, von der Linie, von der Struktur, Mittelpartie, das sieht schon alles ziemlich schlüssig aus. Die Wertung also komplett umgeworfen gegenüber der New York Pro Show, ganz anders gewertet, als ob da komplett andere Judges gesessen haben. Und aber wie gesagt, ich finde gut, dass da nicht immer die Ergebnisse vom alten Wettkampf einfach übernommen werden, sondern dass da komplett neu gewertet wird. Und damit ist die Sache natürlich dann wieder spannend für alle. Ja, wie gesagt, unsere Jungs auf 2 und 8, warum auch immer. Herzlichen Glückwunsch auch an den Tim, weil er hat eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Und auch die Leute, die jetzt keine Tim Budesheim-Fans sind, da muss man objektiv rangehen und das ist einfach so. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht, er sieht sehr schlüssig aus, er hat sein Posing verbessert, er sieht jetzt schon nach Schwergewichts-Bodybuilding aus. Aber die strukturellen Sachen, die sind halt teilweise nicht zu kaschieren. Und vielleicht liegt es daran. Andererseits kann ich mir nur vorstellen, dass die Amis keinen Bock auf Tim haben. Warum auch immer, weil das war ja schon fast abstrafender, was sie da gemacht haben. Ja, das vielleicht mal zur California Pro Show. Machen wir gleich mal einen Wechsel nach Deutschland. Dort hatten wir die Deutsche gehabt mit NPC Qualifier für Olympia. Und dort gab es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, war ein außergewöhnlicher Wettkampf, was die Wertung anging. Dort war ein bisschen Chaos beim Prejudging. Dort war eigentlich alles durcheinander. Ich weiß nicht, was die Judges da gemacht haben, ob da einer eine zündende Idee hatte und mal was Neues einbringen wollte, was jetzt nicht im Regelwerk steht oder wie auch immer, auf alle Fälle. Wurde da relativ komisch gewertet zum Anfang. Es war nicht deutlich zu erkennen im First Call-Out, ob da jetzt wirklich die Gewinner stehen oder nicht. Dann wurden wohl die ersten drei, also die in der Mitte stehen, vom First Call-Out in den zweiten Call-Out mit reingemacht. Alles, wie gesagt, ein bisschen Chaos durcheinander. Die Leute haben sich dann dort beschwert, so wie ich das mitbekommen habe. Auch sind dann gleich eine, zwei Treppen höher gegangen und dann wurde quasi die ganzen Wertungen vom Vormittag, vom Prejudging, wurden annulliert und wurden dann im Finale nochmal neu gewertet. Also alles sehr komisch. Natürlich für die einzelnen Athleten schwer, denn die es zu spät mitbekommen haben, dass das so ablaufen wird, die dann anfangen zu laden, alle so einen Ranzen haben, versuchen ein bisschen voller für die Abendshow zu sein. Ja, aber hätte Fahrradkette, ist nun mal so. Auf alle Fälle hat sich Luca Reger gegen alle Classic Physik Profis durchgesetzt. Der junge Bengel, mit dem ich dieses Jahr auch schon im Bunker gedreht habe, sehr sympathischer junger Mann übrigens, freue ich mich riesig für ihn, dass er die Quali geholt hat und wir ihn auf Mr. Olympia sehen. Neben Urs und allen Leuten wird er sich dann versuchen, seinen Platz zu organisieren irgendwann. Und ich glaube, der Luca, der hat eine sehr gute Zukunft vor sich. In der Klasse, die bedient er perfekt und man wird sehen, wo die Reise hingeht für den Bengel. Wie gesagt, weil er so einen extremen Sympathiefaktor hat und jetzt nicht dröhnt, nicht dreht, bodenständig ist und wirklich ein netter Bengel ist. Deswegen drücke ich ihm die Daumen und er bringt die körperlichen Voraussetzungen mit. Also da dürfen wir gespannt sein auf die Zukunft, was er da uns noch bieten wird oder zeigen wird oder hast du nicht gesehen. Herr Westermeier ist Zweiter geworden. Ne, den hat er geschlagen und alle anderen halt auch. Und komischerweise waren der Westermeier, also alles die Top-Favoriten, der war im zweiten Callout. Dann war der André Gerstner, der war im dritten Callout oder im vierten Callout. Also
alles ganz merkwürdige Sachen. Ich weiß nicht, ob die Judges da sich eben geraucht haben vorher oder was, keine Ahnung. Obwohl, ich muss ja nicht mehr auf die Bühne, ich kann ja erzählen, was ich will. So, ja, das vielleicht dazu kurz, zu dieser Meisterschaft. Dann hatten wir in Warschau, dort war ich mit vor Ort gewesen. In Warschau war auch ein NPC-Qualifier gewesen für die Profis und für die Amateure Profi zu werden und für die Profis sich die Quali für Olympia zu holen. Und zwar aber bei den Profis nur die Wellness- und die Men's-Physik-Athleten und bei den anderen Shows waren die Figurklasse, die Classic-Physik und die Men's-Physik vertreten. Jetzt muss ich sagen, vom Zeitmanagement habe ich noch nie einen schlechteren Wettkampf gesehen, muss ich wirklich sagen. Organisatorisch hinten Backstage, wie das für die Athleten war, also es war athletenfreundlich auf alle Fälle, was im Hintergrund war, weil wir haben uns die ganze Zeit Backstage aufgehalten, haben uns dort unsere Videos gedreht, Steve Bentin war mit vor Ort gewesen für das Milodox-Team. Ich war meinen Freund William unterstützen gewesen, der dort einen hervorragenden zweiten Platz belegt hat in der Classic Physik. Herzlichen Glückwunsch nochmal, William, an der Stelle. War echt also grandios, die Form hat mich wirklich sehr beeindruckt, was du da noch oder was dein Coach mit dir und mit dir zusammen über Nacht noch da gezaubert haben. Das war richtig gut, weil William hatte nämlich jeden Tag vor der Waage noch 6 Kilo zu viel. So. Das gleiche Missgeschick ist unserem lieben Tobey Rashid passiert. Er hatte bei der Waage 4 Kilo zu viel, weil irgendwie mit der Körpergrößenmessung irgendwas nicht hingehauen hat. Er hat sich da vermessen und ist in eine Klasse kleiner gerutscht. Irgendwie durfte deswegen nicht so viel wiegen. Musste dann von der Waage früh bis zum Abend noch 4 Kilo wegsäbeln. Hat er geschafft. Herzlichen Glückwunsch auch für die Leistung. Dann hatten wir ja noch den, aus unserem Team den Rico López Gómez am Start gehabt, der auch in sehr guter Form angetreten ist. Aber es hat leider nicht gereicht, um irgendwo einzugreifen dort. Ich denke, den Rico, den haben sie zu weit runtergezogen. Er war wohl 5 Kilo leichter, wie er regulär sein darf oder war bisher bei seinen Shows. Das hat man deutlich gesehen, aber er hat dafür gekämpft wie ein Tiger, wie ein Löwe. Muss man wirklich sagen, die haben die Jungs auch unendlich verglichen. Und deswegen ist es am Ende für die Damen früh 16:30 geworden. Zieht euch das mal rein. Der Wettkampf ging bis früh 16:30. Das ist schon menschenunwürdig gewesen, fast kann man sagen. Ja, leider vom Zeitmanagement sehr, sehr schlecht organisiert. Die haben auch extrem lange Vergleiche gemacht. Die haben die Jungs extrem lange in Pose stehen lassen. Die haben die Jungs extrem lange zu Tode verglichen. Also der Rico, der hatte gefühlte 20 Vergleiche, locker. Also das war, wenn das reicht, also der war ja nur am Posen, Posen, Posen. Die haben die richtig zu Tode gequält. Und das hat auch so einen bitteren Beigeschmack gehabt. Du musstest pro Klasse, pro Start, und die hatten ganz viele Klassen. Das heißt, Novice, Beginners, dies, das, jenes. Da sind manchmal Und jedes Mal musst du 100 Euro Startgebühr bezahlen für jede Klasse. Und da sind Leute, auch wirklich schlechte Leute, mit 5 Medaillen runtergegangen und haben quasi für ihre 5 Medaillen 500 Euro bezahlt, wenn ich das so richtig zusammenbekomme. Und wenn Leute mit schlechtem Niveau 5 Medaillen ergattern können, dann haut doch irgendwie was nicht hin in dem ganzen System. Weil wenn gute Leute ihre Medaillen holen, völlig normal, dann können die auch in mehreren Klassen meinetwegen. Aber wenn schlechte Leute, sagen wir mal so ein permanent 5. Platz, ne, 5., 5., 5., 5., ich finde sowas nicht in Ordnung. Könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ich finde es scheiße. Macht die Wettkämpfe auch unnötig langweilig für die Zuschauer, deswegen waren auch so wenig Zuschauer da, weil das, was an Zuschauern da war, das war größtenteils so die Mitbringsel von den Athleten gewesen. Und deswegen gehen sie wahrscheinlich, um ihre Kosten zu decken, über die Athletengelder. Und holen sich unendlich viele Athleten rein. In der Men's Physik waren gefühlt bestimmt 40 Leute so. Also die hatten bis Klasse F gehabt. Aber Wahnsinn. Oder noch eine weiter. Also wie gesagt, das hat nicht aufgehört. Und
Dann mit den Wertungskriterien bin ich auch nicht so wirklich, oder mit der Wertungsart und Weise bin ich auch nicht so wirklich klargekommen, weil es wurden alle miteinander verglichen, aber dann gingen die Wertungen rein in Beginners, in dies und das. Also die sind da nicht nochmal separat, da irgendwie ganz komisches Ding für Kalle nicht so richtig nachvollziehbar. Deswegen gucke ich mir lieber Schwergewicht an, das ist einfach, das ist übersichtlich und alles andere ist zu viel Mathematik für mich, da habe ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. So, dann Tobi Rashid. Bei den Profis einen hervorragenden dritten Platz gemacht. Tobi wollte sich die Quali für Olympia holen. Und ich bin der Meinung, er hat auch das Paket dafür mitgebracht. Nur hat man natürlich bei so einem Wettkampf auch immer, die anderen schlafen ja auch nicht. Und der sich die Quali geholt hat, der war nun mal sehr gut gewesen. Man hätte sicherlich, rein von der körperlichen Entwicklung, hätte man sicherlich da tauschen können. Was, wieso das jetzt so läuft für den Einzelnen, kann ich euch nicht sagen. Auf alle Fälle hat Tobi einen Körper mitgebracht, mit dem er gewinnen kann. Und deswegen denke ich mal, dass er sich bei einem der nächsten Shows sicherlich bei der Form die Olympia-Quali holt, bin ich mir ziemlich sicher. Weil er ist hochmotiviert, er ist bissig, ja, er hat so einen schönen Dachschaden, so wie man haben muss für den Sport. Also bei dem passt das schon alles so, ne? Und dem Rico wünsche ich natürlich auch weiterhin viel Erfolg, dass er seine Schwächen ausmerzen kann. Rico hat einen Doppelstart gemacht in der Men's Physik und in der Classic Physik, wobei ich sagen muss, dass ich ihn in der Classic Physik nicht sehe, habe ich ihm aber auch selber gesagt, ist jetzt meine Meinung und die kann ich ja sagen, ihm oder auch hier. Und wem es nicht passt, der schaltet Kurs aus. Aber der Rico ist von der Struktur her definitiv kein Classic Physik Athlet. Der soll weiter in der Men's Physik bleiben und da dann vielleicht versuchen, an seinem Paket zu arbeiten, weil ich denke mal, am Körper an sich liegt es nicht. Das sind andere Faktoren, die da ein bisschen reinspielen. Und ja, muss er halt, der Rico, der ist auch jemand, der kann zuhören, der kann auch die Sachen, denke ich mal, umsetzen, weil er weiß, wenn man eigentlich immer das Gleiche macht, dann hat man meistens das gleiche Ergebnis. Und wenn man Sachen mit weniger macht, dann wird man auch weniger bekommen. Und wenn man Sachen mit mehr macht, dann wird man mit Glück auch mehr bekommen, was die Entwicklung angeht. Und deswegen wünsche ich ihm natürlich als Teamkollege auch viel, viel Glück auf seiner Bahn. Ja, dann hat man einen ganz, ganz lustigen Steve Bentin mit da gehabt, der die Leute unterstützt hat. Beim Videodreh ist der ja aus dem Kichern nicht mehr rausgekommen. Kann natürlich auch an mir gelegen haben, weil ich mir so viel blöd gequatscht habe, dass er sich da nicht mehr eingekriegt hat. War auf alle Fälle sehr, sehr lustig gewesen für uns und viele neue Kontakte hergestellt. Ich war dann zum Beispiel, kann ich ja kurz erzählen, mit Williams Vater am Sonntag noch den ganzen Tag unterwegs, weil mein Flieger erst spät abends ging. Und so, ja, es war einfach eine runde Sache, das Wochenende für alle. So, das vielleicht mal zu der Show in Warschau. William startet jetzt übrigens, jetzt kommendes Wochenende in Alicante, ne, und versucht da nochmal sein Glück. Und dann wurden die tollen Ergebnisse leider überschattet von einem ganz, ganz traurigen Ereignis. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Kevin Gebhardt ist tot. Ja, es ist unvorstellbar. Mit 31 Jahren, die Todesursache ist noch nicht geklärt oder noch nicht bekannt zumindest. Er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Vom Team Smilodogs geht auf alle Fälle das Beileid an die Eltern, an die Verwandten, Bekannten, an seine Freundin, an sein näheres Umfeld. Wie gesagt, herzliches Beileid an der Stelle. Er möge in Frieden ruhen. Und wie gesagt, das hat dann so ein bisschen so einen Schatten über die ganzen tollen Ergebnisse geworfen, weil Kevin war ein fester Bestandteil der deutschen Bodybuilding-Szene und ein fester Bestandteil im Schwergewichts-Profi-Bodybuilding aus Deutschland. Das kann man ganz klar so sagen. Sicherlich auch sehr, sehr schwer für die Leute, die noch zuletzt Kontakt mit ihm hatten. Zum Beispiel Johannes Elefriades hat ja viel mit ihm zusammen gemacht in letzter Zeit. Oder auch Ben Rullen. Also das ist schon ein sehr, sehr krasser oder eine sehr, sehr krasse Nachricht gewesen. Auch für mich jetzt. Weil das ist dann doch immer so ein bisschen schockierend, wenn sowas passiert. Also wie gesagt, Kevin, Ruhe und Frieden, warst ein feiner Kerl. Und damit will ich den Kalle-Report auch schon beschließen.
Vergesst trotzdem nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken, zu teilen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Euer King Kalle.